Ja, hallo und willkommen zurück zu Daya Billions. Es ist schon mein neunter Versuch. Wir sind immer noch bei Schwierigkeit 30%. Und ja, wir versuchen mal, ob wir das Gelernte nicht umsetzen können. Okay, das sieht schon mal, ja, wie soll ich es nennen, recht eng aus. Aber wir haben hier eine Menge Holz am Anfang, wir haben hier eine Menge Wasser am Anfang. Das ist schon mal alles nicht so schlecht. Starten mal und bauen eine Fischerhütte. Warum steht der denn im Weg? Da ist zu, das ist schon mal gut. Hier ist es alles andere als zu. Aber es ist schon mal okay. Du kannst da Patrouille laufen. Ach, jemine. Okay, der sollte mit denen fertig werden. Mal schauen, wie es hier aussieht. Auch alles, okay, hier ist eine Grenze. Allerdings hatten wir hier zu viele Gegner, als dass wir da jetzt frühzeitig hin expandieren können. Für den Moment bitte einfach mal da aufpassen. Ist natürlich Quatsch. Wenn wir das so machen, können wir da ja nirgendwo mehr raus. Der kann Iron, Gold und Holz. Ja, davon haben wir auf jeden Fall momentan erstmal mehr von als von Eisen. Es wäre super toll. Ach herrje. Jägerhütte 17 Sägemühle 12 und dann können wir hier wahrscheinlich noch mal einen mit 10 später bauen. Das ist schon mal ganz okay für den Anfang. Expandieren wir mal hier und hier. Da geht es schon mal nicht weiter. Dann passt du bitte hier auf. Du passt hier auf. Und hier
Gehen wir Risiko. Fischerhütte. Kommt hier noch eine hin und 19, wow. Sägemühle. Ist das höchste. Ja. Dann gibt es noch eine Sägemühle mit 10 dazu. Und dann müssen wir hier auch gleich unbedingt eine Mühle bauen. Was ich gerade noch sehe. Schade, ich hatte gedacht, dass es hier vielleicht abgeschlossen ist. Dem ist leider nicht so. Also hier ist eigentlich ein perfekter Raum, um hier unsere Wohnsiedlung mit einer Bank zu bauen. Das werden wir auch anstreben, denke ich. So, Strom haben wir jetzt auch ein bisschen. In, ja, in Küche. Der kommt da noch hin. Na, ich würde gerne einen Steinbruch bauen. Hier. So. 5 Stein. Und dann kommt hier hin, ja. Hatten wir nicht irgendwo? Hier habe ich was gesehen, was ich ein. Ah. So. Einmal hier einen bauen und oh. Nee. So, und das können wir. So machen. Wobei ich gerade die beiden hier mal austausche, weil der ist so langsam, der kann besser einen kleineren Bereich bewachen. Wenn ich den hier baue, kann hier keiner mehr langlaufen. Ne? Das ist natürlich auch nicht. Schwierig. Wenn ich den so baue, würde ich denken, dass man da noch an beiden Ecken drumherum kommt.
So. Hier können wir den Bereich noch mal vergrößern. Das Gleiche machen wir hier und dann fangen wir hier gleich an, die ersten Mauern zu bauen. Wir fangen hier an. Mehr Zelte. Okay, jetzt brauchen wir mehr Essen. Wir können aber hier schon die Farmen erforschen. Können vielleicht hier gleich oder hier eine bauen. Fischerhütte. Ja, kommt da noch eine Fischerhütte hin? Was ich eigentlich nämlich jetzt gleich mal machen wollen würde, ist hier eine Mauer bauen. So. Okay. Wo denn? Hier. Na gut, da ist ja jemand. So. Das ist auch abgeschlossen. Jetzt würde ich hier gleich auch gerne eine Mauer bauen, aber dafür. Müssen wir erst zum einen Holz sammeln, weil das wird wahrscheinlich schnell gehen müssen, weil wir hier so viele Gegner auch haben. Vielleicht erforschen wir erst das hier gleich mal, weil wir müssen eher auf Holz warten. Dann können wir so ein bisschen Gold investieren. Steine sind voll, den können wir pausieren. Jo, so. In der Zwischenzeit, ach nee, wir haben zu wenig Gold, um das zu bauen. Konnten wir nicht noch irgendwo? Na, hier ist auch kein Gold. Ja, gut. Brauchen wir wieder mehr Strom. Kommen wir dahin. Die Farm haben wir schon erforscht. Schön, dann kommen wir hier. Ja, muss ich gleich mal gucken, welche von den Stellen hier besser ist, hier oder hier. So ganz optimal sind die, glaube ich, beide nicht, aber
Naja, wir wollten nicht zu groß werden am Anfang. 46, 40, 48, 48. Dann nehmen wir hier mal die, auf 50 sogar, die nehmen wir mal. So, die Geschütze haben wir erforscht. Was kosten die 500 Gold? Davon will ich nämlich gleich hier ganz gerne eins bauen wollen. Bevor wir mit, oder erst die Mauern, ich weiß es nicht. Vielleicht bauen wir erst ein paar Mauern. Sobald wir jetzt gleich das Holz haben, werden wir hier oder irgendwo hier mittig ein Geschütz bauen. Beziehungsweise leicht nach links. So. Ja, hier ist, da ist gut. Da kannst du nämlich hier bleiben und hier aufpassen und dieses reicht ja auch fast bis hierhin. Okay, so. Jetzt müssen wir. Hier noch ein. Durchgang bauen. Der ist eigentlich Quatsch, so nah an dem anderen. Ich würde nur ganz gerne das hier bauen. Dann machen wir es so. So, der räumt jetzt hier wahrscheinlich mal ein bisschen auf. So, jetzt haben wir unsere Kolonie schon mal in alle Richtungen erstmal abgesichert. Uns fehlt am ehesten Arbeiter. Das heißt, wir bauen noch ein paar mehr. Naja, kein Gold mehr, okay. Die, ja, Food Production geht auf jeden Fall gleich hoch. Jetzt haben wir, wenn nicht die Food Production, die Arbeiter. Dann würde ich mal sagen, bauen wir hier. Oder hier. Oder nirgendwo einen Geschützturm. Wir bauen erstmal noch keinen weiteren. Aber wir können da noch den bauen. Hier. Naja, das ist alles doof. Könnten ein Warenhaus bauen, das alle. Aber es ist. Es passt nirgendwo hin. Das ist doch hier. Ja, ach so, dann haben wir den Weg hier versperrt. Das ist egal. Wir versuchen das mal. Was passiert? Muss hier rum. Naja, okay.
Da gibt es wahrscheinlich Schlimmeres. Ich denke, dass das mehr positive Effekte hat als negative. Weil für den frühen Status in diesem Spiel, wir haben ja gleich erst die erste kleine Welle, die kommt. Da kann man hier schnell einen Turm noch hinbauen, dann ist der blockt das locker ab, was da an Angriffen kommt. Nochmal eben sicher gehen. Wir haben hierzu, hier, wir haben alle Seiten erstmal geschlossen. Das heißt, ein blöder Fehler kann mir jetzt, ja, der kann mir trotzdem noch passieren, aber nicht in der Form, wie wir es kennen. Achso, jetzt haben wir hier natürlich. Okay. Für die Farm noch einen anderen guten Platz. 34. Wenn wir den dahin bauen. Ja, dann können wir hier noch den Turm hinstellen. Das ist wahrscheinlich sogar besser als hier. Dann müssen wir nur jetzt gleich noch mal testen, ob wir noch. Ja, wir kommen durch die Tür auch noch durch. Perfekt. Schön. Strom ist dann das nächste, was uns wieder fehlen wird. Können wir noch hier einmal aufbauen. Farm ist fertig. Das Ding ist auch fertig. Ja, was müssen wir hier als nächstes erforschen? Die besseren Häuser, unbedingt. So, jetzt ein bisschen hier Gold auch ansparen, damit wir gleich, falls von hier die Angriffe kommen oder von hier oder hier oder hier, wir da noch einen Geschützturm hier aufstellen können. Okay, wir haben genug. Die Forschung läuft noch. Können mal alles reparieren. Das habe ich mir auch. Ich hatte versucht, mir das anzugewöhnen, immer wieder mit XX. Na, das ist der Shortcut hierfür, alles zu reparieren. Aber naja. Hatten wir hier niemanden? Ne, scheinbar nicht. Ne, das war die Seite, die wir, wo wir gesagt haben, da gehen wir mal Risiko ein. Okay, wir können vom Westen. Okay, dann würde ich mal sagen, die kommen entweder hier an oder sie kommen hier an. Wir bereiten uns mal auf beides vor. Also beziehungsweise hier sind wir vorbereitet. Du kannst da helfen. Gold, 3000 Gold. Ja, das nehmen wir. Dann können wir hier auch direkt alles, wofür wir Holz haben, upgraden und wir können hier auf jeden Fall was erforschen. Du kannst wieder arbeiten. Komm von hier, also wird es eher hier stattfinden, der Angriff. Dann machen wir hier die Mauer noch mal ein bisschen stärker.
Shit, die kommt doch hier oben hin. Das war ja eher ein schlechter Witz als... als ein gefährlicher Angriff. Aber gut, ich bin schon eher an schlechten Witzen gescheitert. Ich sollte da nicht so eine große Klappe haben. Okay, Forschung fertig, dann... Bitte den Markt und Energie, Holz, Stein. Ja, also quasi alles. Da können wir keins bauen. Da ist kein Platz dafür. Ja, dann bauen wir doch da eine Mühle. Und wir bauen hier eine. Und wir werten hier weiter Häuser auf. Wo? Hier, okay. Natürlich an der Stelle, wo keiner mehr ist. Sniper werden wir so oder so auch noch brauchen, die erforschen wir auch mal. Und dann müssen wir irgendwann mal ein bisschen expandieren. Ich gehe hier einfach mal auf die Suche. Rückwärtsgang einlegen. Langsam. Hier könnten wir vielleicht eine Mauer errichten. Hier, hier und dann hier. Da kriegen wir schon mal eine ganze Menge dazu. Aber hier haben wir jemanden. Okay, so. Hier mal ein bisschen anfangen aufzuräumen. Ich werde hier jetzt den nächsten Turm bauen. Dann kannst du nämlich hier auch mithelfen. Nahrungsmittel brauchen wir. Achso, wir haben Markt gebaut.
Vielleicht macht es Sinn, das Ding abzureißen und den dann hier mir jetzt nicht ganz sicher, was das bedeutet, Surrounding Dwellings. Das ist wahrscheinlich für die umliegenden Gebäude, die was die an Nahrung brauchen. Allerdings war das ja eigentlich der Standort, den ich für die Bank geplant hatte. Dann kommt der hier hin, ja. Habe ich das Teil hier auch umsonst abgerissen? Naja, gut. Der kann auch. Ne, der kann da nicht hin. Sonst kommen wir nämlich hier nicht mehr durch. Aber da müsste er hin können. So, ihr drei räumt mal auf. Werdet am besten möglichst schnell zu Veteranen. Und. Was brauchen wir für den Stone Workshop? Alles Sachen, die wir kriegen, aber... Gleich mal gespannt, wenn das Ding hier fertig ist, wie viel Nahrung die dann noch brauchen. Ob das immer noch 4 ist oder... Da ist ja jemand, der aufpasst. So, okay. 3, ja, das macht natürlich bei der Anzahl der Gebäude hier schon was aus. 6 anstatt, was würde der dann brauchen? 8 wahrscheinlich, ne? Ich probiere hier einfach mal eins aus, dass ich upgrade. Dann zu gucken, die hier brauchen 6 Nahrung und das hier braucht wahrscheinlich 7 oder 8. 8. So, das natürlich. Das macht schon was aus. Machen wir erst weiter, wenn wir... Wir haben sowieso 55 Arbeiter. Das ist eine ganze Ecke. Lookout Tower. Das sind, glaube ich, die Dinger mit einer riesen Reichweite, ne? Stellen wir da mal einen auf. Gleich mal gucken, wenn der fertig wird, ob der auch Strom oder sowas braucht. Falls nicht, dann war das noch nicht der letzte, den wir aufgestellt haben. Na, komm schon. Das ist immer noch 31, okay. Und die Sichtweite ist an den Dingern ist... Ist natürlich super. Ja, dann bauen wir da noch ein, zwei mehr. Nämlich hier, der kann ja in beide Richtungen gucken und hier.
Da sind wieder einige, um die ihr euch kümmern könnt. Hier ist auch noch eine ganze Ecke. Vielleicht. Macht hier so ein Turm auch durchaus Sinn? Kommst du da noch weg? Ja. Okay. Ja, das sieht doch alles so aus, als ob wir hier noch einiges zu tun hätten. Oh, wir sind am Goldcap. Ich habe mal wieder geträumt, geschlafen, was auch immer. Okay, wir haben hier noch keinen Verteidigungsturm. Da nicht. Und ich weiß nicht, ob wir hier vielleicht sogar gleich hier eine Mauer bauen und dann hier. Wir haben ja jetzt gerade ein bisschen was an Ressourcen. Wenn wir den so hier aufstellen, können wir schon mal bis hier hinkommen. Da ein Tor hin. Mist, wieder nicht im Pausemodus gebaut, ich Trottel. So, und dann patrouillierst du bitte hier. Da und ja, das sollte sich doch eigentlich ausgehen. Um hier eine Verteidigung gleich bauen zu können. Vielleicht schicken wir euch mal für den Moment auch hier hin. Building completed, so. Da kommt schon was. Fangen wir hier an. Ja. Wieder guten Morgen. So. Okay, und dann können wir hier ja auch gleich 1. Warum? Achso, Holz. Ja, Holz kann man aber hier einsammeln. So. Dann kommt hier da einer hin. Schon wieder Holz, mein Gott. Okay. Und dann kommt die oben hin. Und dann gibt's einmal hier und dann gleich hier. So, und dann können wir gleich den Stone Workshop bauen. Okay, wahrscheinlich kommt gleich der nächste Angriff.
So. Können die sich überschneiden, sich gegenseitig beschützen? Energie. Fühle mich fast wie bei Star Trek. Energie. Na gut, man hat hier also eine schöne Ecke zum Ablenken. Na gut, wenn wir schon dabei sind, dann sammelt das auch noch ein. So. Immer noch nicht. Ach so, weil die Mühle nicht fertig ist. Dann mal am ehesten hier erwarten. Ach Gott. Ach, glaubst du das? Na gut, dann soll er halt da bleiben. So, gleich mal gucken, wo die spawnen da. Also denke ich, wird es eher hierauf hinauslaufen. Aber ich werde gleich trotzdem hier noch von hier ausgehend die ganze, weil das scheint mir, ja, das kann auch sein, dass die an beiden Seiten kommen. Da sind sie. Ne, sie kommen. Ja doch, sie kommen an beiden Seiten. Okay. Nur dann gibt mal alles, ne? Aber das ist, glaube ich, gar nicht nötig. Die ersten Wellen sind echt ein. Ja, krass. Krass ist eigentlich, dass ich da schon geschafft habe zu sterben. Okay. Okay, wenn das jetzt hier auch noch abgeschlossen wäre, das wäre natürlich cool. Aber ich kann es mir. Shit, fast nicht vorstellen.
Kommt am besten ganz zurück. Und dann lassen wir sie kommen. So. Gold ist mal wieder am Cap. Wir wollten ein Stone Workshop bauen und den bauen wir hier. Haben wir hier schon alles erforscht. Stacks Trap. Also nach wie vor, falls jemand das weiß, wenn wir alles erforscht haben, ob das möglich ist, diese Sachen zu verkaufen und dann trotzdem noch die erforschten Gebäude und Einheiten weiter nutzen können. Hier können wir nochmal einen neuen Aussichtsturm oder Beobachtungsturm bauen. Aussichtsturm klingt so, Okay, also scheinbar haben wir sie nicht komplett getriggert. Hier war das, glaube ich, naja. Oh, der erste ist Veteran geworden, okay. Okay. Shocking Tower. Was brauchen wir denn als erstes? Power Plant ist wahrscheinlich ganz gut für den Strom. Bank irgendwie. Ja, dann das bauen wir mal als erstes und das kommt dann hier hin, damit wir hier die Goldausgabe, hätte ich fast gesagt, die Golderzeugung für alles erhöhen. 13, 14. Kommt da noch mal ein Gebäude hin. Nahrungsmittelproduktion schon wieder. Ah, jetzt haben wir wieder ein bisschen Reserve. So, und die hier reisen wir mal ab. Da können wir noch ein paar andere Sachen bauen. Hier zum Beispiel 77, jo, sehr gut. Das nehmen wir gerne mit.
hier euch das angucken. Habe ich die Bank schon erforscht? Nee, doch, habe ich schon. Oh, ich muss mindestens 400 Kolonisten haben, damit ich eine Bank bauen kann. Ach, Herr Jemine. Wer denkt sich denn sowas aus? Okay, also... Als nächstes Stonehouse Upgrade. Oder und wenn jemand weiß, man kann sich auch die ganze Zeit die Lebensbalken über den Einheiten anzeigen lassen. Das würde mich auch interessieren, wenn das jemand weiß. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja. Okay, das Upgrade ist gleich fertig. So, hier können wir jetzt mal ein paar Einheiten noch bauen. Ich glaube, am ehesten hätte ich gerne ein paar Sniper, oder? Soldaten. Ne, wir bauen noch ein paar Ranger. Jetzt mal gucken, was wir hier haben. So, wir können Steinhäuser bauen. Okay. Da leben jetzt 8 Kolonisten. Schauen wir gleich mal, wie viel da drin in einem anderen leben. Haben wir nur... Ach Gott, wir haben nur einen Steinbruch. Wo können wir denn noch? Hier... Okay, wir haben noch nicht so wirklich viele Optionen für Steinbrüche. Hier wäre was gewesen, aber naja. So. Das waren ein paar viele. Die können gleich wieder aufs Neue losgehen. Diesmal mit ein paar Leuten mehr. Expandieren wir als nächstes hin. Vielleicht bauen wir hier. Ja. Bauen als nächstes hier den Turm. Da wird ja von dem Ding hier beschützt. Achso, ich wollte gucken, wie viel. 16 sogar. Hui, ja, okay. Das verdoppelt sich dann.
Die brauchen allerdings auch nicht wenig Nahrung und nicht wenig Strom. Bedeutet, wir müssen das Kraftwerk erforschen. Um das einzusetzen, müssen wir mehr Stein haben. Heißt, ja. Hier mal ein bisschen aufräumen ist ganz sinnvoll, weil wir haben hier haben wir Stein. Dass wir expandieren können. Okay. Ist es hier geschlossen oder offen geschlossen? Jetzt bitte sei hier noch geschlossen, aber ist es natürlich nicht. Aber das ist natürlich gut, wenn wir hier jetzt aufräumen, können wir diesen ganzen Bereich auch dazu nehmen und müssen das nur hier verteidigen, okay? Ja, wenn wir jetzt ein Kraftwerk bauen, haben wir natürlich das Problem, dass wir überhaupt keine Steine mehr dazu bekommen. Na komm, räumt ihr erstmal hier auf und wenn ihr das hier gemacht habt, dann kümmern wir uns hier rum und dann wird hier zumindest dieses Steinfeld mit dazu genommen. Können vielleicht noch mal gucken, ob das vielleicht sogar hier zu ist, aber ja, da schon mal. Das ist schon mal gut. Ja, aber hier ist ja die Map zu Ende. Also. Ja, ich kann natürlich noch mal eine Mühle bauen, aber na komm, bauen wir da noch eine. So, kann ich noch nicht aufwerten. Okay. Ich habe immer so das Gefühl, ich weiß nicht, könnt ihr mir vielleicht auch mal, falls sich jemand das an Video anschaut, der schon ein bisschen mehr Erfahrung hat, ich habe immer oder jetzt gerade so das Gefühl, dass das jetzt die Phase ist, wo ich, ja, wie soll ich sagen, wo mir vieles verloren geht. Wie soll ich das beschreiben?
wo ich nicht sehr effizient bin, auch im Ausbau. Das ist ja. Ich rede sehr wirre. Ja, also ich habe das Gefühl, dass ich hier viel zu langsam baue, nicht logisch baue, also dass ich vielleicht besser andere Sachen bauen könnte, dass ich Sachen erforschen könnte, ja, und so weiter und so fort. Könnten mir gerne dazu was in die Kommentare schreiben. Ja, Jägerhütte, Fischerhütte. Könnten wir hier bauen, aber Nahrung ist sowieso eigentlich gerade nicht unser Problem. Wir haben gerade die. Ne, haben wir noch nicht erforscht, sind wir jetzt gerade bei. Okay, bedeutet hier dicht machen, hier dicht machen. Was ist das, die nächste Angriffswelle? Nee. Keine Ahnung, was das ist. Hier einmal. Arbeiter fehlen. Von Süden, okay. Sprich, das dürfte hier sein. Na gut, Arbeiter kriegen wir gleich dazu. Mauern, ach, können wir. Müssen wir das so machen? So. Mensch, 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 Mensch. So. Einmal, zweimal. Könnt ihr euch hierhin zurückziehen? Können hier noch ein Turm bauen und bauen hier noch eine Linie davor. Shit, die kommen von hier. Fuck. Ja. Das ist jetzt eher suboptimal.
Ja, wir werden keine Wahl haben, als das Ding zu zerlegen. Noch versuchen, die rechtzeitig dahin zu bekommen, aber genauso wie euch. Die werden hier sicherlich eine ganze Menge mitbringen, aber ja. Okay, das sind alles langsame, dann mag es noch gehen. So. Ja, dann kommt mal ran. Schauen wir mal, was ihr könnt. Was wird das jetzt? Shit. So, geht doch. Okay. Diese Verteidigungslinie hier lassen wir trotzdem mal. Werden aber jetzt hier deutlich expandieren. Und in der Zwischenzeit räumen wir hier mal ordentlich auf. Okay, Gebäude sind fertig. Können wir hier anfangen, die Verteidigung zu bauen? Müssen allerdings hier noch vielleicht brauchen wir euch eher hier. Kämpft euch mal in die Richtung durch. So. So. Nee, das ist Quatsch. Weil wir können das ja viel besser hier bauen. Hier haben wir A, mehr Platz und B, kann von hier auch nichts kommen. Ja. Okay, da wollten wir hier auch dasselbe machen. Müssen wir uns dringend um. Ja, hier können wir gleich Nahrung abbauen.
Na los, na los, na los. So. Jo. Da habe ich gerade natürlich vergessen, einen Durchgang zu bauen. Der kommt hier jetzt auch wieder hin. Ah, ist wieder kein Holz. Kleine fahrende Sägemühle wollte ich bauen. Okay. Dann bitte einmal in die Richtung. Keine Ahnung, warum der da rumläuft, aber ja, kann man mal so machen. So, jetzt können wir hier die Geschichte abreißen. Du gehst dahin und wir bauen hier. Oh, jetzt haben wir ja keine Energie mehr. Ja, wir bauen jetzt eine Powerplant, weil wir hier auch gleich einen Steinbruch bauen. Aber nicht da. Ja, natürlich vergessen hier. Was heißt vergessen? Auch gar nicht. Ja, ich weiß. Aber wir kümmern uns gleich darum. So, was können wir hier noch bauen? Shocking Tower. Achso, dann können wir ja auch da die Foundry bauen. Dafür brauchen wir Eisen, das können wir gleich da anfangen abzubauen. Okay. So, hier haben wir, jetzt müssen wir mal schnell aufpassen. Na gut, der ist gleich fertig.
So, jetzt aber. Hier haben wir auch keinen Turm gebaut. Was ist denn los, Mensch? Der eine hier hingebaut. Die sind Gott sei Dank schnell. Jetzt habe ich keine Arbeiter mehr. Ja, es wird gerade ein bisschen zu chaotisch eigentlich, wenn ich ehrlich sein soll. Wir haben keine Nahrungsmittelproduktion. Wobei wir hier eine Farm bauen könnten und hier, dann dürfte sich das erledigt haben, weil wir haben Energie mehr als genug. Ja. So, bitte hier patrouillieren. Wenn die Dinger gleich fertig sind, können wir hier wieder einen Schwung Häuser upgraden. Wir haben auch, müssten jetzt auch die Bank bauen können. Aber dafür brauchen wir auch Arbeiter. So. Die gleich fertig sind, bauen wir ein, zwei Steinbrüche hier. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, ich würde aber sagen, für diese Folge machen wir hier erstmal einen Cut. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Es geht dann beim nächsten Mal weiter. Und ja, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ciao, ciao und bye.